Willkommen zu einer Runde TNT Run auf dem Hypixel-Server. So Oldschool-Stuff habe ich, glaube ich, schon seit Ewigkeiten nicht mehr gebracht, wenn ich es überhaupt jemals gebracht habe. Sind wir mal ehrlich, TNT Run, das ist schon 2014er-Style ist das. Oder 2015er-Style, aber nicht so viel älter als das. Huch, direkt erstmal durchgereicht worden. Chillig. Offen gestanden ist diese Aufnahme auch nur wie so eine kleine Art Notlösung, weil ich habe eben was richtig Geiles aufgenommen, aber die Aufnahme geht über eine halbe Stunde und rechne ich jetzt mal so ganz grob, dass ich daran ungefähr 10 Stunden steigen werde. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht weniger. Also ich werde definitiv mindestens 6-7 Stunden an dem Ding dran sitzen. So, let's fucking go in der nächsten Runde. Ah, chillig, Digga. Ja, wie gesagt, das hier ist im Grunde genommen wie so eine Art Lösung, weil ich habe definitiv jetzt nicht noch die Zeit, das zu schneiden. Aber es wird definitiv in Zukunft kommen. Es ist richtig lustig geworden. Also abonniert mich auf jeden Fall, damit ihr das nicht verpasst. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht editiert. Ob ein Video wirklich gut ist oder nicht, sehe ich persönlich meistens erst, wenn ich es editiert habe. Oder zumindest den ersten Teil davon editiert habe. Aber die Aufnahme bisher war echt saulustig. Also Leute, da auf jeden Fall nichts verpassen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann habt das. Aber schreibt mir bitte auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr gerne so Oldschool-Stuff seht. Auf Hypixel TNT Run, das ist mehr als nur Oldschool. Das ist so die Definition von 2016 eigentlich geworden für mich persönlich. Oder 2015, ich weiß es gar nicht. Aber dieser Spielmodus ist so alt, der Server ist auch schon relativ alt. Das ist so mit einer der letzten von diesen ganz kranken OG-Servern. Hive hat ja letztens leider zugemacht. Dazu kann uns in den Kommentaren haten, beziehungsweise Professor Doktor Head on, Head off etwas genaueres zu erklären. Falls du Lust hast, Hayden, tob dich in den Kommentaren aus mit einem emotionalen Liebesbrief an den Hive MC Server oder so. Ich glaube, ich bin tatsächlich sogar relativ gut dabei bisher. Ich habe schon 244 Coins verdient, was auch immer mir das bringen soll. Muss ich noch rausfinden. Ich kann mich auch dran erinnern. Sowas gab es auch manchmal immer auf Cytoxien bei Mario Party. Muss ich auch mal eigentlich aufnehmen. Ich glaube, auf diesem Kanal gab es noch kein einziges Mario Party Video. Was eigentlich sehr schade ist, weil Mario Party ist schon ein ziemlich lustiger Spielmodus. Wobei ich muss sagen, in der 1.16 ist ja nicht so geil, einfach weil ich die 1.16 scheiße finde. Ich spiele eigentlich only 1.8 und daran wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell irgendwas ändern, außer Gomme geht jetzt only 1.16. Obwohl, dann würde ich einfach kein Gomme mehr spielen wahrscheinlich. 4 Spieler, komm, das könnte mein erster Win in dem Spielmodus werden. Ich habe 17.000 Hypixel erfahren. So viel zu meinem ersten Win in dem Spielmodus, Leute. Was war das schon wieder? So, Leute, Runde 3 kämpft. Ich meine, ich wurde eben Platz 4. Kann ich mit leben, to be honest. Ich liebe es, dass es hier am Anfang fast nie rumleckt. Auf ganz chilliger Basis im Grunde genommen. Jetzt sind schon die erste Hälfte der Spieler sind schon wieder 3 Etagen unter mir. Oh, der erste ist schon gestorben. Zweite ist schon gestorben. Ja. Und es sieht aus, als würde ich den direkt folgen wollen. Wollte ich tatsächlich nicht, aber wir haben jetzt zunächst. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt einfach mal kleine Zeitraffer-Time und wir sehen uns wieder, wenn weniger Spieler leben. Okay, das war mir zu knapp. Ja, ich würde mal sagen, es sind jetzt nur noch 8 Spieler am Leben. Den einen Typen, da müsste ich eigentlich relativ gut gekillt haben. Also der kommt auf jeden Fall nicht mehr aus der Nummer raus, so easy. Ah, fuck. So Leute, nächste Runde. Neues Glück. Ich würde mal sagen, das wird jetzt auch die letzte Runde. Ich muss das auch noch schneiden. Also ich werde das definitiv wie immer nicht pünktlich hinbekommen. Aber wir wollen ja zumindest ein bisschen tun, als hätten wir da irgendein Interesse dran. Bye, have a great time. Und der Typ ist weg, ey. Nee, aber schreibt mir mal bitte wirklich in die Kommentare, was ihr so mit den guten alten Minecraft-Zeiten verbindet. Also so, für mich ist es zum Beispiel ganz klar der Hypixel-Server. Und so Spielmodis, die man halt früher einfach wirklich gesuchtet hat, weil sie früher echt... Also ich finde, es macht eigentlich immer noch Spaß, aber ich vermisse eigentlich wirklich in erster Linie Minecraft die alten Zeiten, wo man es noch spielen konnte. Du hast selbst in Spielmodus wie TTT, du hast selbst in so einem Spielmodus wie TTT, der ja nun wirklich eigentlich kein bisschen Konkurrenz oder so aus ist,
Selbst da hast du Leute, die da rein sweaten, als wäre es ihr Leben. Ich habe in einem meiner letzten Videos schon mal erklärt, wie Rega-Spieler funktionieren. Und so TTT-Clans gibt auch, und ich kapiere nicht, wo ist euer Ziel zu sagen, okay, ich will das zocken, aber ich will eigentlich nicht, ich will es nicht zocken, weil es Spaß macht, sondern ich will es zocken, um zu gewinnen um jeden Preis. Digga, keine Ahnung, es gibt kein Pro-Gaming in Minecraft mehr. Ich glaube, es gab mal Pro-Gaming in Minecraft, aber gibt's halt nicht mehr. Und irgendwie haben halt, glaube ich, ein paar Leute einfach nicht mitbekommen. Es ist zumindest, honestly, das ist die logischste Erklärung, die ich gerade so spontan zu liefern habe. Huch! Ach komm! Also ganz ehrlich, da fühle ich mich jetzt schon etwas gemobbt. So Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem Abo. Aktiviert die Glocke, um kein Stuff zu verpassen. Gleiches gilt natürlich auch für meinen Twitch. twitch.tv/gamerforlife ist unten in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie mein Instagram und wie mein Twitter. Würde mich extrem freuen, wenn ihr mich da auch abchecken könntet. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr mit diesen... was ihr einfach mit Oldschool Minecraft verbindet und ob ich mehr davon bringen soll. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wiedersehen. Bis dahin.